Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Willkommen hier in der HDI Arena. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Es ist Derbyzeit und von daher glaube ich schon, dass das hier ein tolles Spiel wird. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Formation der Wölfe. Torhüter ist Kun Castells. Maximilian Eggestein steht mit Julian Weigel im Mittelfeld. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Arnold. Da kommt der Pass auf außen. Kevin Babu. Weigel. Und direkt zurückgespielt.
Bertrand Traoré. Bertrand Traoré. Maximilian Arnold. Schweinsteiger. Korb. Super dazwischen gegangen. Maximilian Arnold. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Roussillon. Der Ball kommt wieder zurück. David Neres. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Von dem wissen wir ja, wie torgefährlich er ist. Da muss man als Abwehrspieler immer aufpassen, sonst gibt es Probleme. Leonardo Bittencourt. Khedira. Schweinsteiger. Korb. Suat Serda. Waldemar Anton. Khedira. Mittelstädt. Rani Khedira. Khedira. Den Ball spielt er raus. Da kommt der Pass. Kann er was draus machen? Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Da kommt die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Rani Khedira. Mittelstädt. Und Schürrle. Zieler. Da verlieren sie den Ball. Der Rückpass jetzt zum Torhüter. Leonardo Bittencourt. Schürrle. Mittelstädt. Khedira. Egestein. Maximilian Arnold. Bertrand Traoré. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Sie verlieren den Ball. Egestein. David Neres. Gefährlich! Da gewinnt er den Zweikampf. Suat Serda. Mittelstädt. Khedira. Waldemar Anton. Korb. Khedira. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse! Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Wolfsburg kommt über den Flügel. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Weigel. Jetzt der Ballverlust. Und Schürrle. Sieht vielversprechend aus. Schürrle! Da geht er weit am Tor vorbei. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen.
der Ballverlust. Waldemar Anton. Leonardo Bittencourt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Maximilian Arnold. Wolfsburg kommt über den Flügel. Er passt ihn auf den Flügel. Super Pass! Julian Weigel. Macht er ihn! Weiter gefährlich! Guter Vorstoß, kann was werden. Direkt wieder zurück. Gute Aktion jetzt. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Waldemar Anton. Schweinsteiger. Mittelstädt. Suat Serdar. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Waldemar Anton. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt gibt's einen Eckball. So, Ecke kommt. Sie bekommen den Einwurf. Kann er was draus machen? Klasse Aktion. Das frühe Stören jetzt. Einwurf. Suat Serdar. Er lässt den Gegner stehen. David Neres. Arnold. Maximilian Arnold. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Und da ist der nächste Gegner des VfL Wolfsburg-Buschi. Es geht gegen Leipzig im nächsten Spiel in der Bundesliga. Verlieren den Ball. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Schwache Aktion. Ballverlust. David Neres. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Ballverlust. Einwurf jetzt. Waldemar Anton. Khedira. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Julian Weigel. Das ist die Chance. Guter Schuss, knapp vorbei am Tor.
Bernardo Bittencourt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie lassen den Ball. Er zieht ab. Und den Ball hält der Torhüter fest. Maximilian Arnold. Arnold. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Ja, der nächste tolle Pass. Schürrle jetzt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Und Camacho. Egestein. Arnold. Julian Weigel. Macht er gut. Maximilian Eggestein. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Schweinsteiger. Korb. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt die Flanke. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Traoré. Wieder so ein klasse Pass. Camacho. Arnold. Eggestein. David Neres bringt den Ball jetzt in die Mitte. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Da passt er auf, Ball geklärt. Leonardo Bittencourt. Und Schürrle. Mittelstädt. Rani Khedira. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Suat Serda. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Eggestein. Maximilian Arnold. Ja, da ist Platz jetzt. Ja, könnte was werden. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Defensiv machen sie es gut. Suat Serda. Mittelstädt. Guter Ball nach draußen. Rani Khedira. Korb. Waldemar Anton. Ball bei Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger kennen wir ja als den großen Strategen, als den Taktgeber im Mittelfeld. Aber es war nicht immer so. Ja, aber das ist natürlich schon eine ganze Zeit her. Früher hat er eher auf außen gespielt, konnte aber nie so eine prägende Rolle einnehmen wie in den letzten Jahren auf der Sechserposition. Suat Serda. Waldemar Anton.
Sie verlieren den Ball. Bertrand Traoré. Guter Vorstoß da jetzt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Spielt er den Ball in den Strafraum. David Neres. Sieht gefährlich aus. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Hier gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Ball kommt rein. Gute Aktion. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ja, Zieler, ganz sicher. Nun Schürrle. Schweinsteiger. Wagner. Leonardo Bittencourt. Korb. Waldemar Anton. Mittelstädt. Suat Serdar. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da kann er klären, gut aufgepasst. Schürrle jetzt. Mittelstädt. Korb. Schweinsteiger. Waldemar Anton. Da verlieren sie den Ball. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Korb. Waldemar Anton. Leonardo Bittencourt. Schweinsteiger. Erste Erfolge hat Wolfsburg ja schon, aber so richtig zufrieden ist man dennoch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die eigenen Ansprüche da nicht so ein klein wenig im Weg stehen. Kommt mir oft so vor, als hätte man zu hohe Ziele, zu hohe Ansprüche. Für mich gehören die nicht zur absoluten Spitze. Gut verteidigt hier. Einwurf jetzt. Roussillon. Und Camacho. Weigel. Leonardo Bittencourt. Mittelstädt. Schweinsteiger. Suat Serdar. Er gibt Freistoß, klar. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Maximilian Arnold. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Arnold. Eggestein. Ballverlust. Leonardo Bittencourt. Oh. Jetzt könnte der Pass kommen. Sandro Wagner. Jetzt vielleicht. Tolle Aktion vom Tor.
Die Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Korb. Suat Serda. Was macht er draus? Unaufhaltsam. Abgeblockt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. David Neres. Roussillon. Egestein. Guter Ball nach draußen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Es gibt den Freistoß für den VfL. Da kommt er raus und hält den Ball. Mittelstädt. Leonardo Bettencourt. Schweinsteiger. Waldemar Anton. Korb. Kedira. Nun Schürrle. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Korb. Wagner. Suat Serda. Da verlieren sie den Ball. Gefährlich! Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gute Chance für eine Flanke. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Und nun Bastian Schweinsteiger. Heute hat man Bastian Schweinsteiger ja vor allem als Strategen im Mittelfeld im Hinterkopf. Aber viele Jahre war er auf der Außenbahn zu Hause beschäftigt. Ja, vornehmlich rechts, hin und wieder auf der linken Seite, bis Louis van Gaal zu den Bayern kam und den DFB-Kapitän ins Zentrum beorderte. Schönes Zuspiel hier. Bertrand Traoré. Hereingabe jetzt. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Roussillon. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Maximilian Eggestein. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand.